auch am letzten Wochenende in der Bordmaster-Arena noch erfolgreich unterwegs gewinnen. Auf Platz 2 gefahren am Samstagabend. Heute hier in Hartmoor, heute das Finale mit dabei. Zu diesen goldenen Lieder, die sind ja ziemlich gerade geworden. Gibt es ja die Leute mehr, oder? Die gibt es so gut wie gar nicht mehr, wer so einen Kolben haben will. Und dann am Ende werden wir sagen, hier, der und der mit dem Namen bekommt den Kolben für den Preis. Coole Aktion, ich denke, bei der Superstadtklasse werden wir das Gebot dann beenden. Bis dahin werden wir sammeln, okay? Also, der Griffin Club versteigert einen Kolben. Und wir können ein Gebot abgeben, wer dann für Klasse 4 der erste Starter ist in dieser Klasse. Und es geht in die Booster aus, in Destructor 4. Eieieiei, was machen jetzt die Jungs aus Fester? Was macht der Deutsch, was macht der Hals? Fantastischer Pool auf der Interakte tanzen, 100 Meter und 98 Zentimeter. Ja, noch jung, aber da war ja schon ein kleines Stückchen mit dabei. Und jetzt ist er auf der Poolbahn mit dem Klasse. Wir sind noch in den Vorläufen. 6R Express könnte eigentlich noch einmal zurückkommen im zweiten Lauf. Black
Edition macht sich startbereit. Wieder an die Spitze ranzuführen. Sie hat gesagt, ein, zwei Puls brauchen wir noch, bis wir die richtige Einstellung haben. Schauen wir mal, was sie jetzt im zweiten Versuch anstellen. Destructive Gear! Getriebe noch einmal so charmant runterschalten, dass er am Ende über die Pole-Marke geht. Das ist die große Frage. Bernd Jürgens in Dellstedt, Heide-Holstein ist ja zu Hause. Der 7 Liter John Deere Motor 6076 mit einem 55er Lader, 13 mm Bosch-Pumpe, 6 Liter. Die Mitteilung fürs Fahrerlager, die Supersportklasse, 3,6 Tonnen, bitte umgehen zur Waage. In der Superstockklasse. Jetzt kommt erst einmal das Finale in dieser Klasse. Heike ist der erste Starter. Das war Zentimeterentscheidung. Zentimeterentscheidung, aber die Kreidelinie ist nicht berührt. Es geht genau daneben zu Ende das Rennen. Ich bin gespannt, was er am Ende für eine Weite hat. 98,24 Meter im Finale. Down to dinner.
Tour, Leute, kämpft sich noch einmal nach oben, aber er bleibt hinter den Deutz, er bleibt hinter den Heike. So schaut es aus. Aber er geht an die rechte Bandkante ran. Und der Feldjäger positioniert sich gut. Entscheidung in der Frankfurter-Klasse hier in Hasmoor. Oh, oh, was kommt jetzt? Rote Plane nochmal raus, die Feuerwehr kreuzt die Bahn, warum auch immer. Ohne irgendwie nach rechts und links zu gucken, das ist auch sehr mutig. Ah, er läuft auch, nur weil er eine Uniform anhat, kann er hier überall umherlaufen. Grüne Flagge wird gestartet, Black Shrek, der nächste Starter. Eventuell mit einem Full Pool das Finale in der 3,5 Tonnen Sportklasse für sich entscheiden. XXO Sport Edition vom Team Lindemann, der letzte Starter im Finale. Und dann geht es los mit der freien Klasse 3,5 Tonnen.